Hallo. Sieh dich an. Nur Haut und Knochen. Vielleicht so, Schuhpauen, Kabobs. Du brauchst eine warme Mahlzeit, dann geht's dir gleich besser. Ja, aber sieht lecker aus, ich weiß ja nicht. Hast du Hunger oder was? Hast du Hunger oder was? Aber ich verhungere. Was gibt es? Sugar Dogs, Nudels. Kabobs und na, Nudeln sollen noch geil sein, hat doch Gemara gesagt, ne? Ah, hier, lecker Nudeln. Ich gehört. Die probiere ich mal. Könnte etwas scharf sein für einen Terraner. Bist du sicher? Ich kann alles essen. Ist ja dein Magen. Wohl bekomm's. Ich glaube, ich hatte was gebissen. Oh, das war ein Volltreffer. Schön, dass es dir geschmeckt hat. Ein Sugar-Dog. Sugar-Dog. Mit allem. Ein Sugar-Dog, der macht Bock. Bitte sehr. So, jetzt haben wir gerade noch genug Geld, um die Strafe zu bezahlen. Ganz schön knusprig. Hätte ich nicht gedacht. Das war ein Volltreffer. Schön, dass es dir geschmeckt hat. Willst du noch was anderes? Ach komm, dann fressen wir uns hier durch. Was haben wir noch hier? Shrimp Pie. Hier um den anderen Kram da. Ein Kabob. Lieber nicht. Ich schabe kurz noch was von dem Fell weg. Klecker keine Soße auf deine Jacke. Die frisst sich durch. Okay. Heiliger Flock. Das ist der Hammer. Das war ein Volltreffer. Schön, dass es dir geschmeckt hat. Willst du noch was anderes? Ah, komm, dann gib den letzten Kram noch her, was du hier hast, hier in deinem komischen Superladen hier. Fum Pai. Es ist nicht, was du denkst. Es ist Gebäck mit einer Obstfüllung, aber so dürfen wir es nicht nennen. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ich nehme einen. Mit grüner Lebensmittelfarbe. Das lieben die Kinder. Ist ja Wahnsinn. Schmeckt wie früher. Entschuldigung. Noch ein Bissen und ich platze. Ich freue mich natürlich über den Umsatz, aber ich frage mich, ob du vielleicht aus Verbitterung so viel isst. Ist alles in Ordnung mit dir? Tja, ist mit uns alles in Ordnung? Ja, alles prima. War schön, mal wieder eine echte warme Mahlzeit zu kriegen. Wie du meinst. Freut mich, dass es geschmeckt hat. Ja, gern geschehen, gern geschehen. Komm ich da irgendwie hoch? Mann, geh mir doch mal aus dem Weg, du Immel. Das blöde Kontrollfeld wurde überlastet. Sollte Brandflecken haben, aber ich sehe nicht. Ich weiß schon lange, dass nicht unser Problem. So, jetzt nochmal zu unserem Einsatzziel hier. Okay. Hoffentlich ist Cosmo im Büro. Brücke geschlossen. Geh weg. Was war das denn jetzt? Sieht nicht geschlossen aus. Siehst du, Anzug? Nowhere Security. Super offiziell. Nimm anderen Weg, Gasse, Gasse. Ich muss wirklich dringend zu Cosmo. Cosmo nicht im Turm. Er dort draußen, Star-Lord. In Gasse. Moment. Woher kennst du meinen Namen? Geh. Oder geh in Cosmo-Gefängnis. Deine Wahl. Gasse, Gasse. Was ist denn das für ein Ding hier?
Wasseraufbereitungstank, sehr schön. Okay. Pause haben wir uns kurz gegönnt. Ah, lecker Ratten hier. Hier waren wir doch schon, oder nicht? Ja, wir sind wir diese Graffitis wie in, von dem einem Kind hier, wo wir im Keller irgendwie waren, ja? Upgrades verfügbar, das finde ich schon mal super cool. Kind kichert. Sagt er was? Nein, war nur ein weißer Port. Cosmo! Hallo. Bist du da drin? Cosmo! Ja, Falle? Klar, überhaupt nicht seltsam. Cosmo ist bestimmt irgendwo in diesem Labyrinth aus verfaulender Gehirnmasse. Okay, ich muss Cosmo finden. Dann kümmere ich mich um das Team, falls ich sie finde. Lecker Gehirngewebe. Peter, da draußen ist etwas. Aber ich sag dir nicht, was es ist. Denn wenn ich distanziert bin, dann macht mich das geheimnisvoll. Cosmo? Bist du das? Oh, ich hasse Labyrinthe. Vor allem die aus stinkendem Gehirn. Okay, Mann. Tief durchatmen. Könnte auch Darm sein, oder? Lecker Darm, lecker Gehirn. Alte, verweckte Brezeln oder sowas. Sieh dich an, du verflockter Mensch. Du endest bestimmt in einer dieser Verarbeitungsmaschinen. Weiter, weiter, immer weiter. Schwupps. Kann der Rocket wieder was basteln? So, das ist jetzt quasi hier der Hintereingang, oder was? Na, gucken wir mal ein bisschen links, gucken wir nach rechts. Können wir da auch durch? Ist da noch irgendein Sammelteil oder sowas? Können wir hier durch? Nicht vorgesehen. Okay. Dann gehen wir direkt durch die Tür. Wir gehen mutig durch die Tür. Passiert jetzt noch irgendwas, oder? Na? 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 Ah, der rote Supermops. Okay. Das ist nicht gut. Nein. Was haben wir sind das denn zwei? Da? So, Garek Pass und bloß auf, Rosson. Was macht denn ein mistfleckiger Terraner hier draußen, Rosson? Er versteckt sich, Garek. Ja, Terraner verstecken sich ja immer. Jeder weiß, dass Terraner mickrig sind. Und gut schmecken. Wenn man sowas mag. Wir mögen sowas. Wenn das Kopfgeld nicht wäre. Hey, Leute! Ihr wisst nicht zufällig, wo Cosmos Büro ist, oder? Wenn ich das richtig verstehe, dann seid ihr hinter irgendeinem Typen von der Erde her, hm?
Kein Ding, Mann, ich verstehe schon. Wir Erdlinge sehen alle gleich aus. Nicht so wie ihr. Euch kann man leicht unterscheiden. Ah, komm auf den Punkt, Terraner. Der Punkt ist, ich kann euch helfen, den zu finden, den ihr wirklich sucht. Terraner sehen alle gleich aus. Aber dieser Terraner hat ein Wort auf dem Rücken stehen. Wie es im Steckbrief heißt. Welches Wort hast du da auf dem Rücken? I love nowhere. Oder vielleicht auch Star-Lord. Ja, scheiße, wenn man nicht lesen kann, ne? Wie auch immer. Auf ihn! Die Blood Brothers. Na, wer hat die nicht erkannt? Wir sollen einen Terraner mit Wörtern auf der Jacke einstampfen. Viele Leute haben die Jacke. Ja, aber du bist der, den die Lady will. Also stirb am besten schnell. Moment. Wollte Lady H ihn tot oder lebendig? Lady H? Was auch immer Lady Hellbender euch bezahlt, ich verdopple es. Keine Chance. Niemand verärgert Lady H. Das Dreifache. Ich verdreifache. Jetzt hat er Angst, Boss. Hey, Jungs, das ist ein großes Missverständnis. Du hättest dich nicht mit Lady H anlegen sollen. Zeit für den Stil. Kennen wir uns nicht? Von dem einen Job auf Kontrakt hier vielleicht? Er will sich um der Tracht Prügel drücken. Du wirst erstaunt. Tut sich da überhaupt irgendwas bei deren Anzeige? Okay, okay, okay. Time out, time out. Alter, ich bin außer Puste. Jungs, ist es völlig klar, dass wir gleich stark sind? Ha, sind wir nicht. Wir sind absolut unbesiegbar. Oh, das ist blöd. Aber wir sind doch alle Profis hier, oder? Stimmt's? Wir finden bestimmt eine Lösung. Na, danke schön. Kick it. Peter, schieß jetzt! Wir müssen sie auseinanderhalten. Ah, alles klar, verstanden. Du musst sie trennen, bevor du schießt, Peter. Victor! Wir müssen sie zerstreuen. Es wird mir Spaß machen. Ich wusste von Anfang an, dass was nicht stimmt. Wir sind auch einzeln ziemlich stark. Deine Jacke ist hinüber. Schön, dass du vorbeikommst, Gamora. Noch eine. Ups. Das Ganze war von Anfang an eine Falle. Unglaublich, dass ich drauf reingefallen bin. Ist mir ein bisschen peinlich. Trax, danke. Immer links, rechts, links, rechts, links, rechts. Schön auf die Schnauze. Ah, sein Kumpel ist wieder da. Ja, ja, ja. Habt ihr uns vermisst? Jetzt schlägt Drake King! Ich bin bereit, ich brauche nur eine Lücke! Zeig ihn! Ich bin froh, dass du nicht vor meinem Eintracht umgebracht hast. Wir wischen den Boden mit diesen Dummköpfen. Sie verstecken sich hinter ihrer Panzerung. Sie dürfen nicht zusammenkommen. Bring mir zu Ende. Er soll es spüren. Das ist deine Chance, Gamora. Du hast keine Chance. Wir haben fast die Band wieder zusammen. Wir sind keine Band, Peter Quill. Wir sind ein Team.
Crash! Erledige sie! Still! Ehrenvoll! Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Hallo? Ja. Aber muss man jetzt nach vorne robben? Okay. Muss man ja erstmal wissen. Na los, komm, nimm dein Blaster. Peter, nimm dein Blaster. Nimm dein Blaster. Gelber Fuß. Komm schon, der ist echt krass. Zombies überfallen die Erde und nach einem Kinder muss sie alle umnieten. Okay. Oh, natürlich erinnerst du dich daran. Wenn ich frage, hast du dein Essen dabei, guckst du wie ein Schaf, wenn's blitzt. Ich pass auf mich auf, Ma, das mache ich doch immer. Nicht so voreilig. Bevor du gehst, reden wir noch über etwas, das ich dir mitgeben will. 20 Mäuse? Übertreib's nicht. Sagen wir, es ist ein Geschenk von deinem Dad, das überfällig ist. Es liegt oben auf meinem Bett. Geh und hol's her. Ich mach noch die Küche fertig. Wir machen's gemeinsam auf. Das haben wir doch schon. Wir waren doch schon oben. Wir haben uns hier umgeguckt. Ist auch nichts Neues. Wir können doch eigentlich gleich nach oben gehen. Das haben wir doch eigentlich alles schon einmal. Was? War der Hund da auch schon? Hey, Kubrick. Kumpel, egal wie lange du hier auf Opa und Oma wartest, sie kommen nicht zurück. Oh. Tut mir leid. Ja, Hunde sind treu. Bin aber trotzdem eher so der Katzentyp. So, hier war das Schlafzimmer, glaube ich. Und, nee, upsala, grüne Kacheln, das sexy Badezimmer. Das war von den Großeltern hier das Zimmer. Das sieht auch genauso aus wie vorher, ja. Und hier nebenan war denn das Schlafzimmer von unserer werten Mutter. Das Bild hat, glaube ich, unsere Großeltern gemalt. Und hier war das Paket. Genau, letztes Mal waren wir dann wieder quasi auf dem Weg zu Lady Hellbender. Na? Weißt du, was Geburtsrecht heißt, Peter? Oh, es wird episch. Das ist, ja, wird was so das episch zu dir gehört. Wie dein Name. Bevor dein Vater wieder ins All geflogen ist. Ach, Mom. Ich weiß, es klingt verrückt und du wolltest mir nie glauben, aber es hat sich was geändert. Und ich brauche dein Vertrauen mehr als jemals zuvor. Und das hilft vielleicht. Sie hat uns die Blaster geschenkt? Geil. Ganz langsam, Cowboy. Die gehörten deinem Vater. Ich dachte, er hätte die zu unserem Schutz dagelassen. Aber es könnten auch Briefbeschwerer sein. Hm. Aber wenn sie es schaffen, dich davon zu überzeugen, wer er wirklich war, dann sind sie vielleicht Schutz genug. Schutz wovor denn? Dein Vater war nicht nur von einem anderen Planeten, er war jemand Bedeutendes. Und als solcher hat man Feinde. Was meinst du mit jemand Bedeutendes? Er war ein König. Über eine ganze Welt. Ja, und wir denken gerade wahrscheinlich in dem Augenblick, sie ist nicht mehr ganz dicht. Sehr weit entfernt. Und er war ein großartiger König. Und wie du dich um andere kümmerst, zeigt mir, dass du auch mal so wirst. Aber herrschen. Ja, der Apfel fällt nicht weit vom Birnenbaum. Dein Vater ging weg, um uns zu beschützen. Das hat 13 Jahre funktioniert. Aber jetzt ist etwas unterwegs. Wir werden beobachtet. Mom, wenn du unbedingt ein Spiel spielen willst, dann sag es doch einfach. Der Hund hat gebellt. Habt ihr es nicht gehört? Hoffentlich irre ich mich, Peter. Das meine ich ernst. Doch als Königssohn, egal auf welchem Planeten, trägst du für den Rest deines Lebens eine Zielscheibe auf dem Rücken. Ich weiß, du bist sehr mutig. Aber du musst auch klug sein. Es kann sehr schnell gefährlich werden. Geh doch mal nachschauen, was da unten los ist, Mann.
Bin gleich zurück. Ja, und dann kommt wahrscheinlich irgendwer, greift uns an und wir nehmen die Blaster. Los, nimm sie in der Hand, geh nach unten. Das schreit auch schon förmlich danach. Ach du Scheiße. Echt krass. Toll. Alles kaputt gemacht. Alter. Ja, stell mir wirklich vor, ihr seid so 13 Jahre alt, eure Mama sagt, hier, pass auf, ne, euer Vater war großer König, war eine Alien, da ist ein paar Blaster. Und dann kommt da so eine Scheiße auf euch zu. Ach, dann rennen wir mal los. So. Nein! Mom! Nein! Mom! Nein! Nein! Nein, bitte! Nein! Aber die legen wir doch bestimmt wohl hoffentlich noch im Spiel um hier, diese komische Alien-Rasse da, oder? Alter, geht ja gar nicht.